willkommen auf meinem Kanal und somit zu einem neuen Vlog hier. Ich habe diese Worte schon wieder viel zu lange nicht gesagt. Und ja, Leute, was soll ich sagen? Es ist Mai. Als allererstes haben wir heute eine Sache abgeholt von mir zu Hause, was schon längst überflüssig war. Aber heute waren es auch wieder 20 Grad. Das heißt, es wurde langsam echt Zeit, dass wir diesen Gegenstand abholen. Und zwar, wer mich kennt, ich besitze so ein Ei. Ja, genau, Leute. Ich zeige es euch jetzt nicht ganz draußen, weil es sieht aus wie Scheiße. Sorry, dass ich das jetzt so sage. Aber das stand mehrere Jahre also auf meinem Balkon bei mir zu Hause früher. Und ich habe mich darum halt einfach nicht gekümmert. Sorry, Mama, an der Stelle. Ja, diese Kissen müssen noch in die Reinigung und das alles müssen wir alles sauber wischen. Und jetzt dreht es sich auch noch richtig schön. Ja, Leute, ich zeige es euch nicht ganz, weil es ist halt echt so. Unter anderem steht jetzt auch schon der Übergangsschreibtisch von meinem Freund. Ich glaube, das habe ich euch aber auch schon mal gezeigt. Ja, und es tut mir leid für the mess, aber die Kleiderstange hängt, Leute, mit unseren Kleiderbügeln, wo wir endlich unsere Jacken aufhängen können. Ja, das war auch längst überflüssig. Und Leute, unser Spiegel hängt. Hier bin ich, hi. Und zwar, ja, ihr denkt euch jetzt wahrscheinlich, warum ist das ein anderer Spiegel als den, den wir eigentlich bei IKEA gekauft haben. Wir mussten den nochmal umtauschen, weil er zu klein war tatsächlich, um ihn hier hinzuhängen. Und ich wollte ihn halt nirgendwo anders hin haben. Deswegen mussten wir den nächstgrößeren kaufen. Und wie man sieht, Leute, außer dass wir da ein bisschen, upsie, wie man sieht, der ist wirklich riesig. Also wirklich, Freunde, in mein Lebenstraum wird wahr. Ja, Freunde, also wirklich, ich sag ehrlich, das war schon immer mein Traum, so einen Riesenspiegel zu haben. Und jetzt haben wir ihn und ja, Leute, ihr habt es wahrscheinlich schon in meinen Instagram-Stories gesehen. Hier kommen dann immer die täglichen Outfit-Checks und ich bin einfach so happy mit dem Spiegel. Der hat jetzt knapp 100 Euro gekostet, also ein teurer Spaß, aber ich bin so froh, dass wir ihn haben. Von der Seite betrachtet sieht er so aus. Genau, und der hängt hier jetzt. Noch ein Paket erhalten. Und ich glaube, ich packe das jetzt trotzdem schon mal aus, weil es ein Dekostück ist. Ich habe nämlich eine hoffentlich Fake-Pflanze bestellt. Beziehungsweise, ihr werdet es kennen. Also ich habe mir Pampasgras bestellt mit so einer Vase. Aber ich glaube, das ist keine richtige Vase. Also ich glaube, das ist einfach nur so ein Plastikbehälter. Aber das ist mir relativ egal, weil ich habe es auf Amazon gesehen und ich dachte, wow, das passt ja mal perfekt in die Wohnung. Weil wir jetzt ja so alles ein bisschen in Schwarz auch gehalten haben. Und ich bin jetzt neugierig, deswegen packe ich es jetzt schon mal aus. Und ja, wenn dann der Esstisch da ist und die Stühle aufgebaut sind, werde ich diese Vase dann auf dem Esstisch stellen. Ich dachte, das passt dann da ganz gut. Aber jetzt machen wir es erstmal. Okay, Freunde, ich habe es jetzt ausgepackt und es ist doch kein Plastik, sondern es ist so ein Pappbehälter. Ich weiß nicht, ob ich es behalten werde oder ob ich das Pampasgras dann in eine andere Vase reinstecke. Also ob ich mir dann nochmal eine schwarze Vase kaufe. Aber an sich fand ich das halt irgendwie trotzdem voll schön, weil das so Gesprenkeloptik ist. Genau, hier so nochmal, hier steht was, ne? Genau, Freunde, ich mach's jetzt mal auf. Und ich hoffe, das macht jetzt nicht so Dreck, weil ich glaube, das macht doch Dreck. Ach herrje. Sollte das vielleicht doch nicht auf der Couch machen, Freunde. Okay, ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich das jetzt wirklich aufmache hier unten. Egal, ob es richtig ist oder nicht, ist mir jetzt relativ egal. Und es liegen bis jetzt schon sehr viele Federn hier auf dem Boden. Ja, okay, ich musste das, glaube ich, echt auf. Eieiei. Ah, das Pampasgras gefällt mir besonders gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Leute, also ich bin ehrlich, ich habe dafür jetzt nicht viel Geld ausgegeben, weil ich mir so dachte, nö, mache ich nicht. Aber komm, also man kann schon sagen, es sieht schon schön aus. Die
So, Freunde. Einkaufen, denn ich bekomme gleich noch Besuch und dafür muss ich noch ein paar Sachen kaufen und die kann ich euch ja eben mal ganz schnell zeigen. Okay, Freunde, nicht wundern, dass die Kamera jetzt so schief steht. Ihr wollt nicht sehen, worauf mein Handy gerade gestellt wurde. First of all, neue Butter, gesalzen. Nicht für heute Abend, einfach weil wir Butter brauchen. Dann habe ich Salzstangen neu gekauft. Dann, ja okay, zwei Energies für meine Sucht, ihr wisst Bescheid. Dann für quasi heute Abend so bunte Strohhalme, die sind aus so, ich glaube so Hartplastik. Und wir haben halt schon diese durchsichtigen Glasstrohhalme. Aber ich dachte irgendwie für, wenn Freunde kommen, diese bunten sind irgendwie ein bisschen schöner. Deswegen habe ich die geholt. Dann haben wir puren Zitronensaft direkt in so einer großen Flasche, weil ich nicht weiß, wie viel wir davon heute gebrauchen werden. Denn den habe ich für einen Cocktail gekauft. Da habe ich auch noch gerade ein paar mehr Sachen für. Dann habe ich zweimal Mägle Kräuterbutter. Honey Frisch Chakalaka, Leute. Beste Sorte E-West. Empfehle ich jedem. So. Ah, hier ist die zweite Mägle Kräuterbutter. Und dann befindet sich noch in der Tüte viermal Maracuja-Saft. Den muss ich jetzt auch direkt erstmal kalt stellen, damit er hoffentlich noch eiskalt ist, wenn meine Freundinnen kommen. Genau, und da fehlt jetzt auch noch der Alkohol. Den habe ich leider nicht hier, weil meine Freundin den mitbringt. Und zwar wollen wir den Cocktail 43 Sour machen. Den kenne ich auch erst aus meiner Tanzschule quasi. Genau, den haben wir immer auf so Veranstaltungen und so, den machen wir immer. Und der ist echt richtig lecker. Und deswegen mache ich den heute für uns. Und ich freue mich jetzt schon. Hello, es ist der nächste Tag. Ich bin in meinem Badezimmer, wie man unschwer erkennen kann. Ich habe euch immer eben hingestellt, denn ich habe mich gerade fertig geschminkt. Und ich bin jetzt noch dabei, den Rest ready zu machen. Also ich werde mir gleich nochmal Zähne putzen, weil ich nochmal was essen will. Genau, jetzt mache ich erstmal ein bisschen meine Haare durchkämmen. Genau, ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Die sind irgendwie nicht so geil. Okay, kommen wir zum heutigen Tag. Es ist gerade 18 Uhr. Ich muss in einer Stunde, also circa in einer Stunde, muss ich los in meine Tanzschule. Denn ich habe heute mit meiner Gruppe einen Auftritt. Und ja, was soll ich sagen? Meine zwei Kolleginnen, die das mit mir immer alles zusammen machen, die sind beide krank. Ja, das heißt, heute muss ich das alles alleine machen. Ich bin minimal aufgeregt, ich habe ein bisschen Schiss. Ich weiß nicht, weil irgendwie, ich habe immer Angst, wenn dann irgendwas schief läuft, dann, ja, es ist so gefühlt meine Schuld, wisst ihr, was ich meine? Aber ich glaube an meine Gruppe, die packen das. Also wirklich, das wird einfach geil. Ich meine, ich habe euch ja in meinem letzten Vlog, glaube ich, schon von meinem Videodreh erzählt. Und genau diese Show werden wir heute auftreten, inklusive Zugabe. Aber die Zugabe tanzen halt nur ein paar Leute. Und wenn da was schief geht, fällt das nochmal ein bisschen mehr auf, weil die Menge halt nicht so groß ist. Genau. Und deswegen bin ich ein bisschen aufgeregt. Ich werde mir jetzt gleich erstmal was zu essen nochmal warm machen. Ich habe mir gestern Nudeln gekocht
Und die esse ich einfach gleich mit Pesto. Genau. Und Leute, ihr habt es ja eben schon gesehen und ich habe es euch immer noch nicht gezeigt. Wir haben gestern Tisch und Stühle aufgebaut. Und ja, es ist vielleicht im Video auch aufgefallen. Es ist ein anderer Tisch und andere Stühle, als ich euch vorher gezeigt habe. Die, die ich euch nämlich gezeigt habe, die stehen nämlich noch hier im Wohnzimmer. Sorry, dass es so überbelichtet ist. Es ist gerade die Nachmittagssonne, beziehungsweise, ne? Genau, hier beispielsweise die Stühle und wir haben hier auch noch einen Stuhl aufgebaut stehen. Der ist aber einfach viel zu klein. Also es sieht echt aus wie ein Kinderstuhl. Also wirklich, das sieht aus wie so ein typischer kleiner Kinderstuhl im Arztwartebereich in der Kinderecke. Und da dachte ich mir dann so, nee, das wollen wir nicht. Deswegen haben wir uns wirklich spontan innerhalb von einem Tag bei Poco einen Tisch und Stühle rausgesucht. Und ja, was soll ich sagen? Da steht es. Zwei Stühle fehlen noch aufgebaut, aber ich zeige euch das. Ja, Freunde, und zwar ist das diese wunderschöne Ecke. Also erstmal mein schönes Pampasgras. Genau, das ist der Tisch. In der Mitte ist so eine weiße Platte noch. Das finde ich irgendwie sehr schön. Und das hier sind die Stühle. Und Leute, die sind so bequem. Auftritt dann! Freunde, so sieht ein ganz normaler Schultag bei uns aus. Alright, Freunde, wir haben finally einen Kühlschrank und einen Gefrierer. Wir waren gerade auch schon fett, ich sag jetzt mal, shoppen. Und zwar haben wir, warte, ich sag nicht, haben wir auch schon fett, ja, Pizza, Mozzarella-Sticks, Baguette, Schnitzel und so gekauft. Und ich habe auch schon direkt Eiswürfel eingefroren. Jetzt mache ich etwas, also einfach, ich mache jetzt Obershit, Leute. Und zwar, das habe ich auf TikTok gesehen und, aber eigentlich dachte ich mir nur so, das wäre auch so eine Idee von mir. Ich habe mir erstmal wunderschöne Jogginghose, lieben wir. Ich habe mir Gefrierbeutel gekauft, die man so mit so einem Zipper zumachen kann, weil das einfach, ne, das ist einfach für mich perfekt, dann brauche ich nicht diese Clip-Dinger und alles ist kacke. Na, habe ich mir lieber so fertige Zipper geholt. Bombe. Und Zitronen. Ich werde jetzt Zitronen würfeln und werde die dann einfrieren. Dann habe ich quasi Eiswürfel aus Zitronen. Das heißt, ich kann dann, also erstmal fancy für so ein Getränk, weil dann, wenn die halt auftauen, dann auch noch ein bisschen Geschmack abgeben. Aber generell einfach dient das auch als Eiswürfel. Dann habe ich auch noch zwei etwas andere Eiswürfelformen gekauft. Einmal in Türkis und einmal in Gelb. Und die gelben, da werde ich Zitronensaft reingeben, sodass ich wirklich den Saft als Eiswürfel habe. Und hier kommen einfach wieder ganz normale Eiswürfel rein. Das werde ich jetzt alles vorbereiten und dann einfrieren. Und ich bin gerade so hyped, Leute. Also ich bin gerade echt, Leute, I'm doing hot girl wifey shit. So, Freunde, ich bin jetzt fertig. Ich hatte jetzt leider nur 4 Zitronen, aber es waren sehr große Zitronen. Die sind jetzt hier alle so gewürfelt in der Tüte drin. Und oh, Leute, ich freue mich jetzt schon so darauf. Genau, ich habe hier die ganzen Enden habe ich abgeschnitten vorher. Genau, und die kommen jetzt in den Gefrierer. Freunde, ich habe mir jetzt gerade spontan noch Wassermelone geschnitten. Die werde ich jetzt snacken und entspannt YouTube gucken. Und die ist diesmal richtig geil. Die ist richtig schön saftig. Und